Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der großartigen Romy Höhne. Auch mit dem wundervollen André Lampe. Ach. Hallo. Hi Romy. Danke. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich heute wirklich auf die Dienstagspolitik gefreut. Defragmentieren für den Kopf, sagst du immer, bei Discord. Schreibst du häufiger, aber hast du auch öfters gesagt. Finde ich einen wundervollen Ausdruck. Das geht mir genauso. Es hilft mir auch immer so ein bisschen aus diesem Alltagspolitik-Ding rauszukommen. Also einerseits beruflich, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie das, was ich in der Zeitung lese oder mit irgendwelchen Leuten sonst wie diskutieren muss online. Und ich finde es total schön, dass wir uns da hier unseren kleinen Raum geschaffen haben, wo wir uns über ein paar Sachen einfach austauschen können. Ohne dass das gleich parteipolitisch oder sonst irgendwas wird. Ja. Ja, und du hast schon angekündigt, so ein bisschen, in dir sitzt aufgrund von Ereignissen, die kürzlich passiert sind, Politikwut, und du kannst sie ja auch rauslassen hier. Dafür ist es ja da. Ich bemühe mich, es nicht zu tun. Okay. Ich habe heute ganz laut, als es ganz schlimm wurde, dann irgendwann Foo Fighters gehört, ganz laut mitgesungen, bin durch die Wohnung getanzt und danach ging es mir besser. Das ist schön. Also hast du ein Mittel, wie es dir dann wieder besser geht. Mhm. Ja. Das ist schön. Ich habe zu meinem großen Entsetzen und Bedauern habe ich ab und zu mal Frame Drops, liebe Menschen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber eventuell muss ich wahrscheinlich mit einem Besen aus dem Dachfenster herausreichen und den Schnee in der Nähe des Sendepunktes wegrödeln, weil ich streame ja über LTE, vielleicht hilft das. Keine Ahnung, ob das der Grund ist, aber ab und zu sehe ich, dass ich Framedrops habe. Und im Chat sehe ich gerade Horsty, Kalicek hat sich wissenschaftlich bestätigen lassen, dass Masken in Klassen okay sind. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, ich habe das kurz mal gelesen. Und von einer Lehrkraft war das, glaube ich. Habe so einen wundervollen Tweet ist mir zugeflogen. Ich versuche das mal wiederzugeben. Da stand dann, Schüler gibt Aufsatz ab. Ich sage hier grundsätzlich Korrektur, grundsätzliche Fehler, du müsstest da echt nochmal drüber gehen und schick mir eine Woche später oder so zu. Schüler schickt gleichen unkorrigierten Aufsatz zu. Also Alter, willst du mich verarschen? Schüler sagt, ich dachte, sie merken das nicht. Und jetzt ersetze einfach Schüler durch Politiker und Aufsatz durch Hygienemaßnahmen in der Schule. Und ich habe sehr gelacht, als ich das las. Ja gut, aber ich meine, ehrlich gesagt finde ich das, also das finde ich schon schwierig. Stufenpläne, die kommuniziert werden, als wären es Zeitpläne, fand ich aber noch ein bisschen schwieriger. Stufenpläne? Ja, ich glaube, die FDP hat heute ihren Stufenplan vorgelegt. Ja. Und ich musste mich da eine Weile reinlesen, um rauszufinden, ist es jetzt ein Zeitplan? So quasi in 4 Wochen ist Stufe 1 oder in 3 Wochen ist Stufe 1 und dann geht es so weiter. Oder nicht, aber naja. Werden wir sehen, wie sich das noch entwickelt. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu Spanien, was? Ja, auf nach Spanien. Auf nach Spanien. Hier, ich habe zwischendrin ein klein wenig gespielt. Ich konnte mir nicht helfen. Um mir ein paar Sachen anzugucken. Und auch nochmal, wie das Modding funktioniert, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Also, da kommt demnächst was. So. Wir hatten aufgehört, hier, okay, Eisenbahnerstreik ist vorbei. Der Eisenbahnstreik ist vorbei und die Züge fahren endlich wieder. Wer pendelt, wird sehr erleichtert sein und ebenso die Unternehmen, die Waren per Bahnfracht verschicken. Insgesamt sind das gute Nachrichten für die Wirtschaft. Weil wir die Bahn privatisiert haben. Einer unserer Minister ist zurückgetreten.
Eine ihrer ministeriellen Personen zieht es vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und deshalb zurückgetreten. Sie müssen so schnell wie möglich einen passenden Nachfolge finden. Achso, das haben wir schon gemacht. Okay, wir haben hier schon reingeguckt. Wir hatten Komplott der Patrioten. Die Patrioten, da wird uns vorgewarnt. Auch wenn wir extreme Patriotinnen wie die Mitglieder der echten Patrioten stets als fehlgeleitet abgetan haben, sind die Aussagen der Organisation der letzten Wochen doch besorgniserregend. Viele der Mitglieder scheinen mittlerweile der Überzeugung zu sein, dass ein militärischer Angriff auf die eigene Regierung gerechtfertigt und wünschenswert ist. Wir glauben nicht, dass ein solcher Angriff derzeit in Planung ist. Allerdings nimmt die Gruppe gefährliche Züge an, die es zu beobachten gilt. Du, André, ich befürchte, und der Stream ist gerade abgebrochen. Jo, ja. Ich kann ja in der Zwischenzeit so ein bisschen den Chat unterhalten, wenn du magst. Und ich werde, unterhalte den Chat, und was ich tun werde, was man dann wahrscheinlich nachher auf YouTube sehen wird, ich werde jetzt hier aufstehen und einen Besen nehmen und Schnee entfernen von der Stelle da, wo ich mit LTE werde mit großem Gerät vorgehen, weil ich habe gerade gesehen, die Sendeleistung ist schlecht. Also bespaße den Chat und sag auch gerne so etwas. Mittlerweile solltest du eigentlich auch wieder online zu sehen sein. Ja, ich habe auch schon. Eine GoPro fände ich jetzt auch gut. Also ich würde wirklich gerne ein Video sehen, was mir zeigt, was André da macht. Oh, da kommt er wieder. Schneeschippen mit GoPro. Ja, und ich habe immer noch keine gute Geschwindigkeit. Alles wie immer, sagt Horst, ist auch gut. Ich habe heute von der BVG, ich habe heute ein schönes Foto gesehen, ich glaube, es war von der Berliner Polizei. Ich glaube, es war von der Berliner Polizei, die einen Bus von der BVG anschob und das natürlich für sich auch Social Media mäßig ausgenutzt hat. Ich habe sehr gelacht. Ja, also ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück und die Framesdrops sind vorbei. Was ich getan habe, ist, so hoch Schnee vom Dach zu fegen durch das Dachfenster an der Seite, da wo der Empfänger vom LTE steht. Ich komme nur an die Seite ran, wo das Fenster ist, ganz verständlicherweise. Aber so wie es aussieht, ist jetzt die Sendegeschwindigkeit konstant. Und wir haben gedroppten Frames mehr. Ich habe eben kurz den Schrubber ins Bild gehalten und wir haben eine Verbesserung der Bonität. Wir sind auf A hochgestuft worden. Das ist doch mal eine nette Sache. Kriminalität geht runter, Gesundheit, BIP. Wir müssen uns so ein bisschen orientieren, wo wir denn das letzte Mal stehen geblieben sind. Besonders nachdem ich jetzt gerade hier irgendwie das Dach freiräumen musste. Tja. Schneit es bei euch eigentlich noch, André? Es hat irgendwie heute den ganzen Tag durchgängig mal mehr, mal weniger geschneit. Aber im Moment schneit es nicht. Also, ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht nochmal den Schrubber zum Einsatz bringen muss. Okay. Aber wenn du es machen musst, solltest du es tun müssen, müssen wir uns vorher noch überlegen, wie du uns dabei mitnehmen kannst. Ich würde es gern sehen. Ja. Ich hab schon ein bisschen was geplant, dass ich hier auch, das will ich aber jetzt noch nicht verraten. Ich habe noch etwas vor, dafür ist die Kamera eigentlich schon da, aber ich glaube, ich kriege es jetzt nicht on the fly reingefummelt, dass wir mal schnell gucken können, wie ich das Dach freiräume, fürchte ich. Ach, ich hätte eben noch ein Foto machen können und das wenigstens auf Twitter posten, aber so ist es ja. Jetzt ist es wenigstens auf Twitch verewigt. Ja, so, wir sind jetzt irgendwie, wir müssen nächste Runde klicken. Wir haben kein politisches Kapital mehr. Und ich fasse mal zusammen, wo wir sind, geldtechnisch. Wir haben durch den Verkauf der Bahn, sind wir jetzt echt dahin gekommen, dass wir fast unser Defizit los sind. Unser BIP geht nach oben, die Weltwirtschaft ist aber auch gerade oben. Und unsere Staatsschuld hat aufgehört zu wachsen. Oder naja, also sehr, sehr langsam. Also wir haben den Trend fast aufgehalten. Ausgaben.
Gesundheitsdienst, Schuldzinsen ist Platz 11. Platz 3, 11%. Mhm. Und unser Einkommen ist, ja, Staatsanleihen ist der 5. Posten. Also das geht alles noch. So, das sind unsere Ausgaben und unsere Probleme. Da arbeiten wir auch dran. Organisiertes Verbrechen geht nach unten. Und das Glücksspiel haben wir zurückgedreht, jetzt gerade. Das wird nochmal einen Impact haben nach dieser Runde. Wir haben immer noch Internetkriminalität, die langsam runtergeht. Atemwegserkrankung, weil es unserem BIP besser geht, gehen die gerade wieder hoch. Wir haben überfüllte Krankenhäuser, geht langsam runter. Und Ärztestreik geht auch langsam nach unten. Und wir haben das Problem der nicht konkurrenzfähigen Wirtschaft. Und wir haben immer noch Unternehmensflucht, die ist aber auf einem ganz kleinen Abwärtstrend, wahrscheinlich weil unser BIP gerade gewachsen ist. Dann machen wir mal nächste Runde, ne? Sehr gerne. Und dann gucken wir. Oh. Die Hauptstadt unseres Landes hat sich durch eine Serie koordinierter Terrorangriffe in eine Kriegszone verwandelt. SelbstmordattentäterInnen treiben unschuldige Menschen in die Schusslinie von Schützinnen, die auf sie warten, während sie vor den Explosionen flohen. Hunderte Unschuldige wurden dabei getötet und ihnen blieb keine andere Wahl, als im ganzen Land den Katastrophenfall auszurufen, um den Terror zu bekämpfen. Die bürgerlichen Freiheiten wurden eingeschränkt, bis die Sicherheit der Bevölkerung wiederhergestellt ist. Um Gottes Willen. Patriotinnenmitgliedschaft plus 11%. Meinung von jedem minus 22, Tourismus minus 25, Meinung bei Patrioten minus 25 und Liberalismus minus 25. Shit. Und religiöser Komplott? Engel der himmlischen Gerechtigkeit. Unsere Sicherheitsdienst beobachtet seit einiger Zeit die Engel der himmlischen Gerechtigkeit. Eine Gruppe religiöser Extremisten, kürzlich getätigte Aussagen der Gruppenführung, geben Anlass zur Besorgnis. Die Organisation ist militanter geworden und befürwortet Gewalt und direkte Angriffe auf die Feinde Gottes, insbesondere auch auf ihre Regierung. Wir glauben, dass sie eine reelle Bedrohung unserer Sicherheit darstellen und sollten sie demzufolge genau beobachten. Okay, und wir haben eine neue Situation. Krise der illegalen Einwanderung. Okay. Und das hier ist, seit drei Generationen betreibt Elisa Calvo und ihre Familie einen kleinen angesehenen Betrieb im Bereich der Nahrungsmittelproduktion. Das ist wieder die Geschichte mit den Süßwaren, das kennen wir schon. Und die Junkfood-Steuer gefällt denen nicht. Okay. Ja, so sieht's aus. Puh. Achso, das war nur ein Ereignis und wir haben jetzt nicht hier irgendwelche Ausnahmegesetze. Aber unsere Sicherheitseffizienz ist schlecht und die Religiösen finden uns richtig scheiße. Ja, wir fahren halt auch die ganze Zeit einen sehr liberalen Kurs. Ja. Und in Anbetracht der Tatsache, dass das Land, in dem wir sind, sehr, also jetzt nicht übermäßig religiös geprägt ist, aber doch Religion eine bedeutende Stellung in der Gesellschaft einnimmt, kann ich zumindest nachvollziehen, warum es gerade diese Reaktion gibt. Das ändert halt nichts daran, dass das für das Zusammenleben in der Gesellschaft oder und auch für das staatliche Gefüge einfach gerade eine Katastrophe ist. Mit all den Implikationen, die das dann hat. Tourismus geht runter, Wirtschaft geht runter, Zustimmung geht runter. Leute haben halt Angst. Und jetzt sind wir in dem ich glaube, jetzt sind wir halt in dem klassischen Dilemma, dass wir auch, dass man ja auch kennt, irgendwie diese Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Jetzt gerade eben gab es ja schon diese Entscheidung, Freiheitsrechte wurden eingeschränkt für Sicherheit. Jetzt wurde uns nicht angezeigt, was wir gemacht haben, konkret, sondern nur, das hat nur das Spiel jetzt gerade uns gesagt. Und wir müssten uns jetzt wahrscheinlich entscheiden, wie wir damit umgehen, ob wir unsere Sicherheitsdienste ausbauen, wie wir das machen.
weil die Weltwirtschaft sinkt. Wir können es uns, glaube ich, wirtschaftlich auch nicht leisten, dass gerade unsere Leute, die Menschen in unserem Land, aber auch die Wirtschaft in Angst und Schrecken sind. Ja, wir haben gerade zum ersten Mal einen Überschuss. Und da bin ich echt stolz drauf. Wir haben es hingekriegt. Ja. Genau, ich guck mal bei organisiertes Verbrechen ist jetzt nächste Runde vorbei. Internetkriminalität geht nach unten. Ja, das ist ja schon mal schön. Und Horst, die drückt im Chat gerade das aus, was ich gedacht habe. So dieses, wenn man schon einmal einen entspannten Abend haben will, gibt es einen riesen Terroranschlag mit hunderten Toten und ja. Ja, und das nächste, was jetzt bevorsteht, das war ja, Vorsicht, neue Situation, da sind wir schon über den Auslöser Start drüber, Krise der illegalen Einwanderung, und hier haben wir, illegale Immigration geht gerade nach oben, was ist hier passiert? Achso, Ghettos ist beendet worden, und das geht gerade nach oben. Was ich hier weil sich unser BIP positiv entwickelt, ja. Ja, also da sind wir wieder bei diesen Push- und Pull-Faktoren, die wir vor vielen, vielen, vielen Monaten, glaube ich, schon mal hatten, warum Menschen sich entscheiden, ein Land zu verlassen oder in ein anderes Land zu gehen. Wo ist natürlich die Frage, bleibt das so, wenn bei uns die Sicherheitslage so angespannt ist? Gut, wo wollen wir zuerst drauf reagieren? Ja, ich denke mal, wir sollten hierauf, dass hier Sicherheitseffizienz schlecht ist, dass wir eventuell hier etwas in dem Bereich machen, um den Engeln der himmlischen Gerechtigkeit Einhalt zu gebieten. Und auch hier den echten Patrioten oder Provinzschutz 2.0. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, würde ich auch machen, glaube ich. Ich glaube, Waffenhandel und Geheimdienst fände ich interessant. Bewaffnung der Polizei, meinst du? Ich glaube, wir hatten auch noch so ein Waffenrecht bei uns. Ja. Hier, glaube ich, Waffenrecht. Strenge Kontrollen. Verboten. Brauchen wir 23 für. Wir sind schon sehr, sehr restriktiv. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir da wirklich so restriktiv sind. Also es war ja schon relativ weit oben. Ja, strenge Kontrollen. Es gibt nur eine Stufe höher und dann sind Waffen verboten. Ach so rum, ich habe es falsch rum gedacht. Ja, genau. Also ja, also es ist es ist relativ restriktiv. Wir könnten mal bei, wo ist denn hier der Geheimdienst? Ich glaube, das ist der Geheimdienst. Da sind wir eher in so einem mittleren. Da könnten wir für relativ wenig politisches Kapital mal hochgehen, oder meinst du richtig voll rein? Also, wir sind im Moment bei 756 Millionen. Ich hätte jetzt gesagt, ja, 100 Millionen nur erhöhen, gibt schon wahrscheinlich einiges. Ja, also ich finde das auch gut, zumal das gleichzeitig die organisierte Kriminalität, die Internetkriminalität und das organisierte Verbrechen dem Ganzen nochmal so einen Kick gibt. Insofern, ja, klar, lass uns das machen. So, dann, wir haben hier auch noch kommunale Kriminalitätsprävention. Da würde ich jetzt gerne richtig reingehen, weil da geben wir 70 Millionen mehr und wir tun gleichzeitig ein bisschen was für die Arbeitslosigkeit, aber vor allem auch ethnische Spannungen gehen runter und gleichzeitig Kriminalität und Gewaltverbrechen. Ja.
Und das kostet uns keinen politischen Einfluss. So, und dann haben wir noch Bewaffnung der Polizei, habe ich jetzt irgendwie da so gesehen in dieser Übersicht. Da haben wir bisher noch nicht drauf geguckt. Wo ist denn das? Das ist der Geheimdienst. Das hier ist die Polizei. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Haben wir in Spanien keine bewaffnete Polizei? Ich guck mal gerade. Vielleicht müssen wir die noch einführen. Da ist aber auch die Frage, inwieweit wir das brauchen. Ja. Ne, weil es hier mit im... wahrscheinlich kann ich hier draufklicken, ne? Bewaffnung der Polizei. Ah, kann ich direkt draufklicken. Bewaffnung der Polizei. Sind wir in so einem mittleren Bereich. Könnten wir ein klein wenig anheben für relativ wenig Geld mit einem kleinen positiven Effekt auf die Arbeitslosigkeit, wahrscheinlich für die Waffenherstellung. Und auch gegen Kriminalität und Gewaltverbrechen. Aber so viel bringt das jetzt gar nicht. Aber ich meine, wenn wir so eine Gefährdungslage haben, dann würde ich halt hier vielleicht so ein klein wenig nach oben verstellen. Also tatsächlich... so ein klein wenig nachjustieren, aber höher würde ich jetzt hier gar nicht gehen. Hm. Oder was sagst du? Okay. Nee, ach, ich sehe das auch so. Okay, wir haben hier noch Überwachungskameras in Stadtzentren. Wenn wir die hochsetzen, da bin ich auch so, ja, weiß ich nicht. Generell gegen bei Überwachungskameras bin ich jetzt nicht so begeistert. Ja, ich würde jetzt auch nicht irgendwie alles hochfahren wollen. Lass uns mal gucken, was die Geheimdienste auf die Reihe kriegen. Vielleicht reicht es ja schon, dass wir Bescheid wissen, was passiert. Weil dann wir könnten theoretisch auch in unseren anderen politischen Entscheidungen so ein bisschen gucken, in welchen Bevölkerungsgruppen wurzelt denn dieser Extremismus? Und den, die müssen wir ja nicht noch mehr vor den Kopf stoßen. Und vielleicht kriegen wir da noch irgendwie so ein gutes Mittelmaß hin. Ja, wir könnten mal bei Religiöse gucken. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Also Glücksspiel hat bei denen was... So, Subventionen für Klonforschung finden die doof, Stammzellforschung finden die doof, Organspenden finden sie doof, Legalisierung der Prostitution finden die richtig doof, Glücksspiel finden die doof, gleichgeschlechtliche Ehe finden sie richtig doof, Geschlechtsangleichungen finden die richtig doof, Familienplanung finden sie richtig doof, Ehefreibetrag und Abtreibungsgesetz finden sie gut. Also all das, was wir gut finden, finden die nicht so gut und andersrum. Und Horst, ja, die fragt so ungefähr. Grade, Horst, die fragt im Chat gerade, ob bei jemandem von uns eine Katze randaliert. Nein, das war unsere Küche, beziehungsweise jemand, der in unserer Küche war. Das war der Weg dahin und ich war nicht schnell genug. Okay, ich also, hab gar nichts gehört. Ja, warte ab, wenn du schneidest, dann hörst du es. Okay. Aber es ist ein schönes Bild mit der Katze. Ja. Tja. Also wir müssen da jetzt auch gerade noch nicht drauf eingehen, aber ich glaube, es ist gut, das zu wissen. Oh, fanatische Ablehnung. Da gehen die Leute hin. So, da hängt Franz das aus. Ja. Das Ding ist, du kannst halt keinen in der Gesellschaft oder in einem Staat, wenn du den regieren bist, kannst du halt nicht einen U-Turn machen, sondern die Gesellschaft ist halt, wie sie ist. Und du wirst ja gewählt, weil du bestimmte Ideen hast. Oder weil du bestimmte Bevölkerungsgruppen, die idealerweise die Mehrheit sind, repräsentierst.
Und dieses Gefühl haben wir natürlich nicht, weil wir keine Wahlversprechen gemacht haben, weil wir sind jetzt einfach nur dazugekommen und machen das, wie wir das immer machen, beziehungsweise was wir denken, was richtig ist. In unserem Fall ist es halt so, dass das ein bisschen abweicht, vielleicht auch ein bisschen mehr, von dem, wie die Gesellschaft einfach tickt. Und da muss man, wenn man große Veränderungen machen will, glaube ich, einfach vorsichtig sein. Und ich finde es schön, dass das Spiel das auch so darstellt. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir haben noch 7 politisches Kapital. Da können wir hier und da sicherlich noch mal ein bisschen regulieren. Ich wüsste jetzt aber erstmal auch nicht, wo. Wir könnten noch die Polizei stärken. Also ich finde es eigentlich gerade ganz okay. Ich würde gerne abwarten, was diese ganzen Geheimdienstgeschichten bringen, weil die Leute, die religiös sind oder konservativ, haben ja auch noch andere Bereiche. Also sie sind ja nicht nur religiös, sondern eben auch im Zweifelsfall Autofahrer oder konservativ oder irgendwas oder Landwirt. Und dass wir vielleicht eher ein bisschen zielgruppenorientierter wieder denken. Probleme lösen, klar, aber wenn wir sie lösen, eher in Richtung der Zielgruppe. Und ich hoffe, dass wir dann auch die Religiösen wieder so ein bisschen zu uns kriegen. Und dann wäre die Frage, ob wir mit ein paar super krass liberalen Sachen vielleicht noch ein bisschen warten, bis sich die allgemeine Stimmung gebessert hat. Ja. Und gleichzeitig unseren Überschuss beibehalten. Genau. Wir könnten jetzt noch, weil wir haben das ja mitgeteilt bekommen, Vorsicht, neue Situation, Krise der illegalen Einwanderung. Wir könnten jetzt halt da nochmal so ein bisschen, dass die illegale Einwanderung hochgegangen ist. Könnten eventuell in die Flüchtlingspolitik oder in die Grenzkontrollen reingucken. Wie ist denn unsere Flüchtlingspolitik? Kriegs- und Katastrophengebiete. Nur aus Kriegsgebieten Flucht vor Verfolgung. Also da weiß ich jetzt nicht. Doch illegale Immigration wird, wenn ich das hochsetze, wird die illegale Immigration niedriger und die legale Immigration steigt. Ja. Würde da vielleicht die Politik einfach mal so ein bisschen nach oben korrigieren jetzt schon? Nur für 3. Ja, finde ich gut. Ja, auch in dem Moment, wo die Leute legal da sind, sind sie halt, haben sie einen Status, können arbeiten gehen, können ihre Kinder in die Schule schicken oder sich selber weiterbilden, zahlen Steuern. Und damit hat man auch nochmal der organisierten Kriminalität, die irgendwie ja dann auch mit da drin hängt im Sinne von Schleusungen und Co., auch nochmal so ein bisschen einen Dash verpasst. Insofern ja, finde ich das gut. Hier sehe ich, ja, und hier sehe ich gerade Diplomatendienst, würde ich mal für 70 Millionen einfach mal hochdrehen. Ja, brauchen wir weniger Waffen, finde ich grundsätzlich gut. So, und dann sind wir auch durch. Belana ist auch da. Schönen guten Abend. Und sie hat gleich Kanalpunkte rausgehauen. Prost, Kanalpunkte. Einfach nur fürs Zusehen gibt's die. Und die kann man für so lustige Dinge wie, dass ich einen Schluck Wasser trinke, ausgeben. Prost. So. Nächste Runde. Ich habe verlorene Frames. So, organisiertes Verbrechen ist nicht mehr existent. Wir haben die Krise der illegalen Einwanderung. Die wirkt sich aber nur auf die Meinung der Patrioten und Konservative. Was heißt nur? Also es wirkt sich halt auf die aus. Negativ. Wir haben eine erneute Verbesserung unserer Bonität. Jetzt Doppel-A, das ist ja mal wirklich positiv, unser BIP steigt weiter und Komplott der Patrioten, das hatten wir eben schon. Auch wenn die extremen Patriotinnen, wie die Mitglieder der echten Patrioten, stets als fehlgeleitet abgetan haben, sind die Aussagen der Organisation der letzten Wochen doch besorgniserregend. Viele der Mitglieder scheinen mittlerweile der Überzeugung zu sein, dass ein militärischer Angriff auf die eigene Regierung gerechtfertigt und wünschenswert ist. Wir glauben nicht, dass ein solcher Angriff derzeit in Planung ist, allerdings nimmt die Gruppe gefährliche Züge an, die es zu beobachten gilt. Okay, ja. Und wir können Wahlkampfreden machen. Tatsächlich ist das eventuell etwas, was wir überlegen sollten, um
vielleicht bei den Religiösen was auszurichten. Die Frage ist, ob wir das versprechen können. Also im Sinne von, wenn wir es versprechen, müssen wir es auch halten. Ja. Also versprechen können wir viel, aber wir müssen halt gucken, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Und da bin ich mir gerade noch gar nicht so sicher. Ja, wir können auch einfach erstmal gucken. Korrekt. So, erstmal, wir haben wieder ein bisschen politisches Kapital. Internetkriminalität ist wegen unserer Änderungen, auch wegen den Geheimdiensten, die wir hochgedreht haben und weil die organisierte Kriminalität weg ist, jetzt auch weg. Das heißt, wir haben dieses Problem erledigt. Wir haben wieder einen Überschuss. Also wir sind bei einem Überschuss geblieben. Atemwegserkrankungen gehen leicht zurück. Überfüllte Krankenhäuser, die Problematik besteht weiter. Die Ärzte streiken weiter. Wir haben immer noch die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft und wir haben die Unternehmensflucht. Und jetzt haben wir Krise der illegalen Einwanderung. Wie sieht unsere Popularität aus? Wir haben einen Knick erhalten, aber haben uns wieder gefangen. Und in 3 Runden ist Wahl. Ja. Wollen wir es mit den Wahlversprechen probieren? Wahlversprechen können wir erst eine Runde vor der Wahl. Wir können jetzt die Reden halten. Also für die Wissenschaft, das sind wir, Mitglieder und Aktivistinnen, wenig. Die Sozialistische Revolutionspartei, denen geht's gerade nicht so gut. Aber wir haben hier keine fanatische Unterstützung. Wenn ich das richtig sehe. Ich kann hier nur die blauen Punkte nur so schlecht auseinanderhalten. Wir könnten Reden halten. Wir haben keine Phrasen ausgewählt. Wie sieht denn unser Fundraising aus? Für die Wissenschaft. Wir haben nur Sponsorinnen. Wir haben keine Mitglieder. Wir könnten bei den Reden gucken. Weil ich nehme jetzt mal wahllos eine. Genau, eine Rede halten kostet 9 politisches Kapital. Wir haben im Moment 14. Wir könnten gucken, ob wir hier an den Umfragewerten halt ein bisschen was korrigieren damit. Oder was heißt korrigieren? Dass wir für etwas sorgen, für positive Einflüsse sorgen. Na, wir könnten ja mal eine Rede halten. Ja. So, was haben wir denn hier? Hier hätten wir ethnische Minderheiten und hier hätten wir Normalverdienende. Das wäre auch nicht schlecht. Bei denen sind wir, haben wir auch einen echt schlechten Stand. Ja, wo haben wir denn hier? Haben wir irgendwo religiöse, vermögende, beamtete Personen, GewerkschafterInnen, RentnerInnen, Sozialisten, Kapitalisten, Jugend, Selbstständige, Arme, Selbstständige. Wir können gar nicht direkt eine Rede an religiöse Menschen richten. Aber Normalverdienende, da können wir was tun. Normalverdienende ist die Umfrage relativ niedrig. Haben wir noch Konservative in der Auswahl? Ich erkenne das leider Gottes nicht so gut. Ja, doch. Wir haben einmal, aber wir haben nicht wirklich etwas Rentnerin. Wir haben nicht wirklich eine Option hier, wo wir Konservative, wo wir denen einen etwas zusichern tatsächlich. Also es wird anscheinend gewürfelt, was für Textschnipsel wir bekommen. Wir haben nur die Möglichkeit, bei Konservativen die Zustimmung zu erniedrigen, aber dafür bei den Liberalen die Zustimmung zu erhöhen. Ja gut, das wäre kontraproduktiv. Dann würde ich lieber die Normalverdienenden nehmen. Ja, da können wir... Wir können 3 Optionen... Ah ne, maximal 4. Wir können 4 Optionen auswählen. Also Normalverdienende erhöhen wir hier...
Und wir könnten auch ohne negativen Effekt Zustimmung bei den ethnischen Minderheiten erhöhen. Und wir können jetzt mal gucken. Wo war denn noch? Sozialisten haben wir eigentlich gute Zustimmung. Was wir machen könnten, also was ich gerade hier irgendwie so sehe, was ganz positiv sein sollte, ist halt hier, wir könnten dieses Paar hier auswählen. Einmal haben wir hier großen Push für die GewerkschafterInnen und ein klein wenig Abnahme für Selbstständige und auf der anderen Seite ein mittelgroßer Push für Selbstständige und genauso großer, aber wenn man das beides zusammenzählt, sollte positiver Effekt sowohl für Selbstständige als auch für GewerkschafterInnen bei rauskommen. GewerkschafterInnen sind irgendwie so in der Mitte und Selbstständige sind wir so bei 60% Zustimmung ungefähr. Ja gut, ich meine, das ist jetzt erstmal besser als nix. Auch wenn ich bei den Normalverdienenden noch so ein bisschen hänge. Wird dort. Ja, da haben wir nur eine Option. Der taucht, Normalverdienende taucht nur in der einen Redeoption hier unten auf. Okay. An nur einer Stelle, ja, leider. Gut. Dann lass uns das andere nehmen. Dann sind wir da so ein bisschen auf der. Genau, wir haben diese vier ausgewählt. Was Positives für die Normalverdienenden, was sehr Positives für die ethnischen Minderheiten, was extrem Positives für die Gewerkschafter, was ein bisschen die Selbstständigen unzufriedener macht, etwas Positives für die Selbstständigen, was ein bisschen mehr die Gewerkschafter unzufrieden macht, aber generell sollte sich das positiv für beide Gruppen unterm Strich auswirken. Ja, komm, dann lass uns das machen. Okay, wir sind im Positiven. Oh. Yay. Wuhu. Sehr gut. GewerkschafterInnen plus 5%, Selbstständige plus 5%, ethnische Minderheiten plus 10%, Normalverdienende plus 5%. Das ist doch eine gute Ausbeute. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Und jetzt haben wir noch 5. Wir gucken mal auf den Sicherheitsreport. Engel der himmlischen Gerechtigkeit. Okay. Achso, da habe ich eben schon drauf geguckt. Internetkriminalität wird zu Ende sein. Wir können die auch mit in die nächste Runde nehmen. Wir hatten ja noch irgendwas, wofür wir super viele Punkte brauchten. Was wir vorhin gesehen haben. Ich weiß es noch nicht mehr. Das waren die Waffengesetze, um die nochmal höher zu machen. 23 bräuchten wir die, aber dann würden wir Waffen verbieten. Ich glaube, das ist nichts, was jetzt super viel bringt. Das rechtfertigt nicht, die 23 auszugeben, hätte ich jetzt gesagt. Das war das viele. Ja, lass uns mal gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt mit den ExtremistInnen. Weil wenn das krasser wird, dann sollten wir überlegen, ob wir dort zumindest vorübergehend ein Verbot für Waffen in Privatbesitz erlassen. Ja, beziehungsweise wir können wahrscheinlich mit den 5 zusätzlichen politischen Kapital bei Recht und Ordnung, weil die Sachen alle relativ teuer sind, vielleicht noch was finden. Ja, das ist eine gute Idee. Ich finde zum Beispiel die Bodycams für Polizistinnen ganz gut. Und so, da finden wir bestimmt was. Ja. Okay, dann gucken wir mal.